vor mir für die Einladung und freue mich dann hier etwas vorzutragen zum Thema, das jetzt in diesem Jahr für alle so mitgenommen hat. Ich möchte zu meinem Vortrag ein Epigraph aus Ivan Bunin nehmen und zitiere: Wie gleich sind sie doch, all diese Revolutionen? All das wiederholt sich, vor allem, weil eines der Unterscheidungsmerkmale der Revolutionen in wahnsinniger Gier nach dem Spiel, nach der Schauspielerei, der Pose, nach dem Rummel ist. Im Menschen erweckt der Affe. Der Anlass für Wahl meines Vortrages lieferte das Buch von Sergei Hessen, Die Dekabristen vor dem Gericht der Geschichte 1825-1925. Das Thema hatte Hessen nicht zufällig gewählt. Er notiert, dass es sich um den 100. Jahrestag der Verschwörung der Dekabristen handle. Also um ein ebensolches Jubiläum, wie wir es heute begehen, den 100. Jahrestag der Oktoberrevolution. Hessen formuliert seine Wertung des Anfangs und der Revolution folgendermaßen, des Aufstands. Am 100. Jahrestag der Geburt dieser ersten russischen Geheimgesellschaft der Dekabristen, deren Gründung auf die 1817er Jahre zurückgeht, hat Russland den besten Kranz auf die Gräber der Dekabristen geflochten, der Selbstherrschaft den letzten Schlag versetzt und den Kampf beendet, den sie begonnen hatten. Das Thema meines Vortrags ist fokussiert auf die Rekonstruktion des Menschenbildes der Teilnehmer an den genannten Ereignissen sowie auf Methodologie der Schaffung und Interpretation dieser Bilder. Es bedarf notwendigerweise einer gedanklichen Verarbeitung der Geschichte nicht von der Position der überwiegend Immanenz der sozialen Realität, die sich den Gesetzen der Ökonomie und des historischen Materialismus unterwirft, sondern der Hinwendung zu jener Verschiedenartigkeit von Methodologien der Deutung des historischen Seins, die vor der Revolution existierten, mit ihrem Sieg aber als nunmehr unhaltbar beiseite geschoben wurden. Um unser Thema zu untersuchen, ist es eine Erklärung des Geschehens und der Rückgriff auf sozialen Klassenansatz unmöglich. Die Hauptgestalter der Ereignisse gehörten der Aristokratie und der Bohème an. Es ist auch bezeichnend, dass Hessen, Revolutionär und Liberaler, selbst kein Anhänger einer deterministischen Geschichte ohne Subjekt war, sondern eine personifizierte Theoretisierung der Geschichte vertrat, die sich auf die individuelle, personifizierte Kausalität gründet. Und Hessen formuliert die Aufgabe seines Buches wie folgt: einen ganzheitlichen Grundriss der Wertung des Verhältnisses der Zeitgenossen und Nachkommen zu den Dekabristen zu geben. Damit positioniert er sich in der neukantianischen Methodologie der transzendentalen Werttheorie, deren Hauptmethoden zur Erkenntnis des historischen und sozialen Seins die ideografische Methode Wilhelm Windelbands und die individualisierende Methode Heinrich Rickerts waren. Rickert war Hessens Doktorvater, der seine Dissertation zum Thema individuelle Kausalität 1909 in Heidelberg verteidigt hatte. Und er hatte entscheidenden Einfluss auf Hessens Konzeption einer Theoretisierung der Geschichte. Rickerts Position besteht darum, dass die Geschichte als Wissenschaft keine individuelle Beschreibung aller Menschen hervorbringt, sondern nur das herausarbeitet, was eine allgemeine Bedeutung hat und gleichzeitig wichtig für alle ist. Letzteres steht in einem Verhältnis zum Wert und hat entscheidende Bedeutung für das logische Verständnis der historischen Wissenschaften.
Die Korrelation mit dem Wirt erlaubt es in der Geschichte, den Begriff des Typischen zu verwenden, der allerdings, so Rickert, nicht das Typische als Durchschnittliche, sondern das Typische Musterhafte bedeutet, weil das Mittlere als Inhalt des allgemeinen Begriffs in sich immer weniger enthält als jedes der individuellen Exemplare. Das Musterhafte seinerseits muss über die Grenzen des Mittleren hinausgehen und in sich mehr enthalten als der allgemeine Begriff. Das typisch Musterhafte schließt in sich das Sollende ein, das stets mit dem Ideal und den Werten korreliert. Auf diese Weise setzt der Neukantianismus eine Methode zur Erkenntnis der historischen Realität mittels der Individualität und Persönlichkeit, wobei als Individualität eine reale Musterpersönlichkeit gewählt werden kann oder eine vom Forscher abgeleitete. Fjodor Stepun, von dem später noch die Rede sein wird, hat auch behauptet, jegliche literarische Philosophie und gesellschaftliche Bewegung sollte besser anhand ihrer einzelnen oder nach Möglichkeit typischen Vertreter erforscht werden. Denn alle Fragen der Geschichte werden in einzelnen und einsamen menschlichen Seelen gelöst. Die Offenlegung der letzten Tiefe der Seele einer solchen Persönlichkeit bedeutet auch, das letzte Wesen der untersuchten Bewegung zu beleuchten. Die Methode ist also klar. Ich kehre nun zum Thema zurück. Zum Thema der typisch musterhaften Individuen und Gestalten im Dekabristenaufstand und in der Oktoberrevolution. Im ersten Fall handele es sich um eine kollektive typisch musterhafte Gestalt, im zweiten um reale historische Persönlichkeiten, die als zentral für das Begreifen der Oktoberrevolution gelten können. Ich erinnere daran, dass die sich von der Dekabristenaufstand entwickelten Gestalten zu den Vertretern der Bohème gehören, insbesondere zur bedeutsamen Petersburger nördlichen Geheimgesellschaft, Северное тайное общество, deren Mitglieder mit den literarisch-philosophischen Kreisen ihrer Zeit eng verbunden waren. Nahezu alle waren Talente und Poeten, am bekanntesten von alle aber war Kondrat Jerejew. Aus den Memorien der Dekabristen, der zahlreichen Literatur über sie und den Erinnerungen ihrer Freunde entsteht das Bild einer typischen Persönlichkeit, die ihrer Zeit konstituiert. Hessen verweist auf die zu Beginn der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts in der Literatur sich vollziehende Ablösung der klassischen Ideale durch die romantische, sowie er stößt sich auf Briefwechseln von Jazykow, wo er behauptet, an seinen Glauben an den Geist der Zeit, der nicht auf Verordnungen hört und stets seines Weges geht und aufbaut, was ihm notwendig ist. Also Geist der Zeit und die Revolutionäre sind dann nur die Organe oder Instrumente, die diesen Geist also zum verhelfen, wenn man so will. Seele und führender Motor der nördlichen Gesellschaft war der Dichter Rylejew. Und das Bild der Dekabristen wurde gerade im Umfeld der Bohème, Petersburger und Moskauer geschaffen. In Hessen Buch gibt es die folgende Kapitel: Die Dekabristen in der Bewertung des gegenwärtigen Gesellschaft. Die Dekabristen und die gegenwärtigen Literaten. Die Selbsteinschätzung der Dekabristen. Die Dekabristen in der schöngeistigen Literatur und anderen. Wie also sahen sich die Dekabristen selbst? In Nalivaikas Beichte von 1885 von Rylejew legte Rylejew seine Sicht der eigenen Rolle in dem Geschehen in den Mund seines Helden Nalivaika. Ich weiß wohl, dass es das Verderben wartet, auf den, der sich als Erster auflehnt, gegen die Bedränge des Volkes. Das Schicksal hat mich bereits verdammt. Aber wo, sag mir, und wann wurde die Freiheit ohne Opfer erkauft? Ich werde für die Heimat sterben. Ich fühle es, ich weiß es. Und mit Freude, heiliger Vater, segne ich mein Los. In seinen Erinnerungen an
Relief schreibt Nikolai Bestužew, dass Relief ihm nach Fertigstellung des Gedichts ihn vorgetragen hat und es vorgetragen hat und auf seine Bemerkungen hin geantwortet haben. Denkst du wirklich, dass ich auch nur eine Minute an meiner Bestimmung gezweifelt habe? Glaube mir, dass jeder Tag mich von der Notwendigkeit meiner Handlungen vom künftigen Verderben überzeugt, mit dem wir unseren ersten Versuch für die Freiheit Russlands erkaufen müssen. Und zugleich von der Notwendigkeit des Beispiels für das Erwachen der schlafenden Russen und Russian, von schlafenden Russian. Der Gedanke, ein Werkzeug oder ein Opfer des Anfangs immer noch Relief der Freiheit zu sein, setzt Bestužew fort, füllte seine ganze Existenz aus, stellte das einzige Ziel seines Lebens dar. Wichtig ist die weitere Kommentierung der Ereignisse durch Hessen. Wenn man in seiner Vorstellung das Bild der letzten Tage wiederherstellt, dann scheint es unwillkürlich, dass alle Gespräche nur zum Schein geführt wurden, als ob all das für eine Fiktion getan worden wäre, im Interesse des Einhaltens einer Form, während sich alle der Schicksalhaftigkeit bewusst waren und dieses großes Glaubens an die Wirksamkeit des Opfers an den höheren Sinn. Der Eindruck des Scheinrealität des Geschehens, seine Betrachtung als Inszenierung, als formale Aktion, verbindet Hessen in Interpretation des Dekabristenaufstandes mit jener, die Viktor Klemperer vor der Revolution Ereignisse 1919 in München nachzeichnet, über die ich dann später sprechen werde. Das Bild der Abgehobenheit von der Realität des Geschehens wird von Jewgeni Abalensky Erinnerungen ergänzt, in denen er beichtet, wie er und Relief während der Haft im Alexei Ravelin der Peter und Paul Festung in St. Petersburg einen Weg fanden, über die Wächter miteinander zu korrespondieren. Die Autorin des Buches Die Untersuchung des Falls der Dekabristen, Olga Edelmann, bemerkt, dass es im Vergleich mit den Notizen von Beteiligten nachfolgender Generationen der revolutionären Bewegung bis hin zu den sowjetischen Dissidenten, die in allen Einzelheiten beschreiben, worüber sie verhört wurden, was sie geantwortet haben, welche Druckmittel ihnen gegenüber eingesetzt wurden, aber Lenski und Relief gar nicht in den Sinne kommen war, diese Möglichkeit für praktische Ziele zu nutzen. Stattdessen tauschen sie Gedichte aus und erzählten einander von ihren seelischen Erlebnissen. Zur Erklärung eines solchen Verhaltens hält Edelmann die Beziehung auf die Entwicklung literarischer Stereotype, auf das Verhalten und die Handlung der Menschen dieser oder jener Epoche, wie sie Juri Lotman beschreibt, für produktiv. Gerade die literarischen Ideale und philosophischen Überzeugungen, wie der Glaube an den Geist der Geschichte und die Annahme der Rolle des Opfers als eines Werkzeuges der Geschichte, schaffen in vielerlei Hinsicht die Weltanschauung und bestimmen das Verhalten der Dekabristen, indem sie dabei ihre Epoche selbst konstituieren. Was aber das Bild der Dekabristen betrifft, das in der Kultur erhalten geblieben ist und dominiert, so ist es in erster Linie, wie Edelmann unterstreicht, damit verbunden, dass, Zitat, die Dekabristen-Thematik, was völlig natürlich ist, von der Selbstherrschaft oppositionell gegenüberstehenden Forschern ausgearbeitet worden ist. Bereits in den Herzenschen Publikationen umgab die Dekabristen der Glorienschein der Helden und Märtyrer für die Freiheit. Sie wurden von den Vertretern aller liberalen und revolutionären Kreise der russischen Gesellschaft mit Begeisterung verehrt. Seit jener Zeit ist in der vaterländischen Kultur ein erhabenes, ein wenig idealisiertes und romantisiertes Verhältnis zu den Dekabristen tief verwurzelt. Man begann sie als ein Vorbild des selbstlosen Dienstes an den Interessen des Volkes als sittlichen Maßstab wahrzunehmen. Zitat Ende.
Auf diese Weise kann man von einem Dekabristen als einem Aristos, einem Aristokraten, einem Dichter, dem besten, der vortrefflichsten und tüchtigsten Menschen aller möglichen sprechen. Hessen teilt ein solches idealisiertes Bild der Dekabristen. Er beendet seine Untersuchung folgendermaßen. Und deshalb auch jetzt, da wir so weit vorangeschritten sind von den Dekabristen, ehren wir andachtsvoll ihr Andenken als Andenken dieser ersten Revolutionäre, revolutionärer Romantiker, Paladine der Freiheit, die es verstanden haben, für ihre Ideale schön zu sterben. Der Dekabrist ist also Revolutionär, Dichter, sittlicher Maßstab seiner Zeit, Aristos. Dieses Bild mussten auch seine Nachfolger übernehmen und vor allem Hessen selbst, wie auch seine Mitstreiter Boris Jakowenko und Fjodor Stefan. Von ihnen zählte nur Stepan zu Bohem. Daher wird auch von ihm die Rede sein später darüber, dass die Bohem in Russland wie auch in Deutschland eine direkte Beziehung hat zur Oktoberrevolution, die als Weltrevolution intendiert war, werde ich jetzt sprechen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird Geschichte nicht mehr nur als unumkehrbare Bewegung des Geistes Hegel oder ökonomische Gesetze Marx gedacht. Geschichte stellt eine Summe statistischer Daten bei Chuprow-Beiträgen zur Theorie der Statistik und die Deutung der spontanen, irrationalen Gegebenheiten eines historischen Faktes bei Hessen. Sie ist auch zersauste Improvisation bei Herzen. Eine Vielzahl von Methodologien bieten auch verschiedene Mustertypen für den Begreifen an. Es bildet sich eine ganze Galerie von Helden heraus. Ein neuer, ein umgeschmolzener, переплавленный на русском языке, höhere, über und schließlich auch ein sowjetischer Mensch. Das reichhaltige Reservoir von neuen Helden ist in erster Linie mit einer Besonderheit des gesamten 20. Jahrhunderts verbunden, in dessen Verlauf man im Bilde und Ideale in sich gegenseitig überbietenden Weise wetteiferte. Die Revolution zählt zu einer Bühne, auf der der Dichter spielt, in dem er verschiedenen Rollen wählt. Daher sind auch die revolutionären Ereignisse in der Darstellung der Vertreter der Bohème reich an Theatralik. In der Wahrnehmung der Münchner Revolution von 1919 durch Viktor Klemperer besteht deren wesentlicher Zug der Revolution in der Theatralik der politischen Ereignisse. Daher erscheint die Politik nicht als Beruf, sondern als Bühne, auf der Träume und Albträume ausgespielt werden. Viele revolutionäre Führer kamen aus der Bohème. Ich bin ein Phantast, ein Schwärmer, ein Dichter, ruft der Ministerpräsident Kurt Eisner auf einer Versammlung aus. Klemperer zeichnet in der Revolution jene Schemata und Bilder nach, die es erlauben, sowohl die revolutionären Ereignisse als auch die Persönlichkeit der Bohème und das musterhaft Typische ihrer Gestalt in Russland und in Deutschland zu verbinden. Im Weiteren werde ich zwei Zeugnisse der revolutionären Ereignisse in der Zeit von 1917 bis 1919 näher betrachten, die in zwei europäischen Staaten, in Russland und in Deutschland, stattgefunden haben. Und zwei zu jener Zeit nicht miteinander bekannten Menschen betreffen, den Privatdozent und Journalisten Viktor Klemperer, 1886 und 1960 und den Philosophen und Schriftsteller Fjodor Stepan 1884 und 1965, die später in Dresden zusammentreffen werden. Der Titel von Stepans Memoiren in deutscher Sprache, Vergangenes und Unvergängliches, unterscheidet sich von der gleichermaßen von Stepan autorisierter russischsprachige Version Gewesenes und Unerfülltes, wie im Übrigen auch der Text der Memoiren nicht immer identisch ist. Den deutschen Titel nimmt der Rezensent Andreas Hügel nach Erscheinen des Buches 1948 zum Anlass
für folgende Bemerkungen. Bei Fjodor Stepan, dem Soziologen und Philosophen aus der Schule Solowjows, dürfen wir sagen, dass er ebenso weise wie klug daran tat, seine Erinnerungen bis heute ausreifen zu lassen. Denn dadurch erst kann er die ihm verliehenen besondere Begabung entfalten, die Vergangenheit ins Unvergängliche zu erheben. Jetzt aber möchte ich über Klemperers Arbeit Revolutionstagebuch 1919. Man möchte immer weinen und lachen in einem, das erst 2015 in Berliner Aufbau Verlag erschienen ist, sprechen. Es enthält Zeitberichte des Privatdozenten und Journalisten Viktor Klemperer über das Geschehen in München in der Zeit von Februar 1919 bis Januar 1920, die er für die Leipziger Neuesten Nachrichten unter dem Pseudonym AB-Mitarbeiter, also Anti-Bavarius-Mitarbeiter, verfasst und von denen seiner Zeit nur ein Drittel tatsächlich veröffentlicht wurde. Warum nun ist es dieses Buch wichtig für das Thema Revolution, Politik und Bohem? Zum einen überschreibt Klemperer seine Berichte mit eben diesem Titelthema, Politik und Bohem, das ihn interessiert und sinnstiftend wesentlich für das Verständnis gerade auch des politischen Geschehens ist. Zum anderen lautet das Prinzip, von dem Klemperer sich leiten lässt, beobachten, notieren, studieren, was mit anderen Worten bedeutet, nicht teilzunehmen. Auch seine Memoiren sind in eben diese Anlage geschrieben. Außerdem eröffnet Klemperers Interpretation der Ereignisse die Möglichkeit, auch die Position Stepans besser zu verstehen und zu bewerten. Alle Helden Klemperers sind Vertreter der Bohème. Erich Mühsam wird charakterisiert, der Edelanarchist, dessen Stern im Berliner Café des Westens aufging und in München langen, sanften, literarischen Glanz ausstrahlte, ehe er sich mit wirklicher, blutiger politischer Rote erfüllte. Die zweite Figur, es ist Dr. Max Levin, wird von Klemperer als neuere Erscheinung präsentiert. Er ist Berufsrevolutionär, in Russland geboren, sein Vater war ein deutscher Großkaufmann, kam aus der Schweiz nach München und gehörte zu radikalen Gruppen der Spartakisten. Levin könnte die Bolschewiki in Russland und die Herrschaft des Sowjets in rosig-sandten, menschheitsbeglückenden Farben malen und wurde im Februar 1919 zum radikalsten Münchner Volksführer. Klemperers Sympathien gehören ganz offensichtlich dem dritten Helden seiner Erinnerung, Kurt Eisner, dem am 8. November 1918 gewählten ersten Ministerpräsidenten der revolutionären Regierung des Freistaats Bayern, der vor seiner Münchner Zeit in Berlin Redakteur der sozialdemokratischen Zeitung Vorwärts war. Klemperer macht eine interessante Beobachtung und notiert: Es ist jetzt mit der Münchner Politik, wie es mit der Münchner Kunst war. Man fragt sich, wo stecken die Münchner oder die Bayern? Zur Erklärung des Geschehens zwingt die Abwesenheit der Einheimischen Klemperer zu schlussfolgern, dass für die Münchner Bürger alles nur eine Vorstellung zur Belustigung, zur Gaudi, sei politischer Karneval. Das eigentliche München, erinnert sich Klemperer, sieht dem Revolutionsspiel fremder närrischer Gesellen zu, vollkommen unveränderlich, in stoischer Ruhe, einem Münchner Bürgerpaar gleich, stundenlang im Fenster liegend, so unbewegt, als gehöre es zur Architektur des Hauses. Während in den Straßen Matrosen im Alpenvorland Bayerns marschieren und vor der Front in Lastwagen herbeigefahrene Soldaten fahren, die handelnden Personen der Ereignisse. Klemperer schildert
und interpretiert die Revolution in München ästhetisch konsequent als theatralische Schaubühne mit wechselnden Szenen und Dekorationen, auf denen sich nach seiner Definition eine Tragikomödie abspielt. Eine solche Sicht wird auch durch den folgenden Umstand bestätigt. In anderen Revolutionen, in anderen Zeiten, an anderen Orten tauchen die Führer von der Straße, aus Fabriken, aus Redaktions- und Rechtsanwaltsschreibstuben auf. In München sind sie vielfach aus der Bohème gekommen. Dabei habe sich der Begriff der Bohème während des Krieges erweitert. Von 1914 war man als Bohemiendichter oder Maler oder Journalist oder Musiker. Auch heute ist man dies alles noch, sei es im Haupt-, sei es im Nebenfach. Aber man ist auch Politiker, man ist auch Nationalökonom geworden. Man richtete sozusagen sein Augenmerk allgemein auch auf die früher als unästhetisch verpönte Dinge. Der Zusammenhang zwischen Bohème und Politik, weiter Klemperer, ist hier in München der denkbar engste. Die Bohème betrachtet sich als geistiger Führer und Regisseur der Revolution. Sie schafft und stellt sich auch in bestimmte Szenen. Auch Klemperer präsentiert seinen Stoff, indem er Szenenskizzen anfertigt und so den künstlerischen Grundstil der Revolution bestimmt. Was ist nun künstlerischer Stil? Diese besteht in Flugblättern, die leicht zu verteilen sind, und Plakaten mit futuristischen Holzschnitten. Das kennt man da sehr gut. Die erste Szene, deren Zuschauer Klemperer ist, ist eine Versammlung des politischen Rates geistiger Arbeiter. Diese ist entsprechend eingerahmt in einem eleganten Saal des Bayerischen Hofes. Das ist ja die teuerste, glaube ich, jetzt Hotel. Auch das Publikum setzt sich dementsprechend zusammen. Intellektuelle, Wissenschaftler, Künstler Bohemiens. Es tritt Bruno Frank auf, der mit guten, einfacher Betonung ein Essay vorliest, Revolution und Nächstenliebe, in dem sehr stark die Themen des Bürgertums aufgegriffen wurden. Klemperer fordert, aber es war doch nur eine schöne oratorische Übung über ein allgemeines Thema, es war Literatur. Einer der weiteren Redner war der aus Russland stammende Maler Stückgold, der mit geübtem Pathos, aber mit gebrochenem Deutsch zum Ruhm der russischen Räteverfassung sprach. Das Geschehen stellte keine politische Versammlung, so Klemperer, sondern die Sitzung eines literarischen Zirkels, die das Gefühl hervorrief, also habe etwas Peinliches und Würdevolles stattgefunden. Klemperer stellt die Grundfrage. Warum tat ein literarischer Zirkel so, als treibe er Politik? Warum kokettieren durchaus bürgerliche Leute mit dem Proletariat, indem sie sich politischer Rat geistiger Arbeiter nennt? Nur Antwort werde ich nie, weil vorlesen ist nicht so besonders interessant. Wie bereits erwähnt, stellt Klemperer die Figur Kurt Eisner dar, von ihm die nächsten Szene eingeführt und die einzelnen ausgemalt wird, mit größerer Sympathie. Diesmal aber beim Treffler in der Sonnenstraße, wo in normalen Zeiten die Karnevalsreduten stattfanden. Sah ich, schreibt Klemperer, wahrhaftig und zu tausend das Volk von München. Klemperer beschreibt Eisner in Verkleinerungs- und Koseform. Ein zartes, winziges, gebrechliches, gebeugtes Männchen, dessen Pathos mindestens eine Dosis Komik beigegeben ist, der aber seinen tausenden Zuhörern zuruft. Wenn mich einer vorwärts drängen will, dann fürchte ich nicht. Ich bin allen Drängen voran, denn ich bin ein Phantast, ein Schwärmer, ein Dichter. Vorwärtsdrängen ist hier vermutlich ein Wortspiel, das Bezug nimmt auf den Namen des sozialdemokratischen Zentralorgans Vorwärts, das 1876 gegründet wurde und dessen Redakteur er 1898 gemeinsam mit dem Chefredakteur Karl Liebknecht wurde.
Und wiederum sehen wir, dass Eisner ein Mann der Bohème ist. Er tritt auf und gibt sich als Schauspieler auf der Bühne, nicht als handelnder Politiker. Und seine Rede ist eher an die Zuschauer gerichtet als an die Arbeiter, so wie wird in der theatralischen Rhetorik wahrgenommen und auch so von Klemperer beschrieben. Tobender Beifall. Alles Geschehen wird von Klemperer als revolutionärer Karneval gesehen. Eine Vorstellung, die nicht frei von ihrem Tragismus ist. Nach der Ermordung von Kurt Eisner am 21. Februar 1919 notiert Klemperer in seinem Bericht für die Leipziger Neuesten Nachricht am 22. Februar. München nach Eisners Ermordung. Er wollte nichts für seine Person. Obwohl ihn die Plötzlichkeit seines Aufstiegs natürlich mit Selbstbewusstsein erfüllt hatte. Er schwebte da ihm der feste Boden längst entzogen war und da er mit dem festen Boden ja auch nichts anzufangen wusste. Was war passiert? Wie können die Vorgänge zwischen Politik und Bohème erklärt werden? Folgt man den Beschreibungen und Interpretation Klemperers, dann wird klar, dass Eisner Dichter und Fantast, das heißt, er selbst bis zu Ende geblieben ist. Er wollte nichts für sich selbst, nur die Realität ändere sich. Sie wurde ihm unter den Füßen weggezogen, aber die von Klemperer beschriebene Realität war auch keine feste. Alles Geschehen wirkt auf Klemperer, als ob es keine Realität wäre, als Spiel. Und ebenso sah sie auch, der über ihr schwebende Eisner, der mit einem festen Boden nichts anfangen konnte. Klemperer Interpretation der Ereignisse ist jener von Stipun entgegengesetzt. Stipun interpretiert nicht nur das Geschehen, sondern in erster Linie sich selbst. Es ist offensichtlich, dass Stipun und Eisner sehr vieles miteinander verbindet. Man kann sicher sein, dass der von Romanismus erfüllte pathetische Aufruf Eisners, ich bin ein Fantast, ein Schwärmer, ein Dichter, auch Stipun, wie auch eine ganze Reihe von Vertretern der Bohème in Russland zugeschrieben werden könnte. Auch ich tat es, erinnert sich Stipun. Bis jetzt kann ich nicht ohne Gewissensbisse an meine Frontreden zurückdenken, die ich häufig mit dem effektvollen Satz abschloss. Petersburg hat uns die Freiheit gegeben. Wir werden Russland den Sieg erkämpfen. Aber der Romantismus Eisners und Stipuns unterscheiden sich. Eisner muss sich für nichts schämen. Warum? Er bleibt er selbst, während die Ansichten von und Rollen Stipuns ihn und zur Revolution ständig wechseln. Von der einfachen Unterstützung der Revolutionäre während seines Aufenthalts in Heidelberg 1909-1910, hier ist die bekannte Passage zur Organisation eines Wohltätigkeitsessens zugunsten der Revolutionäre zu nennen, bis hin zur begeisterten Aufnahme der Nachrichten von der Februarrevolution in 1917 in Petrograd als Artilleristen Feinrich der russischen Armee, rief Stipun auch, oh, wenn sie das bewehrhaftete, um diese später schließlich als Mischung von Krankheit und Verbrechen zu bewerten. Er resümiert selbstkritisch, Die Monate der Februarrevolution sind mir als Zeit eines bösen Verrats meines wahren Ichs ein mit ihm nur entfernt verwandtes Willenssubjekt im Gedächtnis geblieben. Stipun präsentiert sich in seinen Memorien in zahlreichen Rollen. Als junger Tolstoi-Tümler, Logos-Anhänger und Westler, als Artilleristen Feinrich, als Delegierter des russischen Arbeiterrates, als Bediensteter des Kriegsministeriums, als Leiter des staatlichen Vorzeigetheaters, als Junker und Bauer, als verdeckter Weißgardist, als Publizist und Slavophile, Professor und Vertreter der Bohème in Dresden. Wie ist das möglich?
Die grundlegende theoretische These des Punts ist, die Aufspaltung der Realität vom Standpunkt der Persönlichkeit in das Leben und das Schöpfertum. Insbesondere in der schöpferischen ästhetischen Sprache entwickelt Stepun eine Reihe von Ansätzen, die es ihm erlauben, eine Erklärung für sein Verhalten zu finden. In erster Linie ist dies der Umstand, dass das Schöpfertum uns die Schmälerung des Lebens demonstriert. Seine verschiedenen Formen und Wege aber müssen in alle Richtungen ausgeschritten werden, aber nicht dem einzelnen, aber mit dem einzigen Ziel, ihre entscheidende Ablehnung als eines Weges. Man kann also wohin auch immer gehen, mit wem auch immer, muss sich dabei aber stets eingestehen, dass das ein Fehler ist, wenn auch kein eigener, sondern einer, der aus dem Aufbau des geschmälerten Seins resultiert. Das strukturelle Ausgangselement der kulturlogischen und geschichtsphilosophischen Konzeption Stepuns ist die Aufspaltung in Form und Nichtgeformtheit. Zitat: Insofern, als das Formprinzip ein Prinzip des schöpferischen Gestaltung und kulturellen Erhöhung des natürlichen Lebens ist, bedeutet die Ablehnung der Form und Formfeindlichkeit den Verzicht auf das Bild und die Kultur. Und insoweit die Tendenz zur Beharrung in der Natur und im Barbarentum. Insofern aber, als Gott unausdrückbar, unerkennbar ist, bedeutet Formfeindlichkeit auch eine religiöse Ausrichtung im Verhältnis zur Welt. Das Antlitz des Volkes offenbart sich nicht nur durch seine Äußerung in der Kultur, sondern auch durch die Schaffung eines idealen Menschenbilds durch dieses Volk. Ist es in die Tiefe seiner Seele mehr dem Bild eines von sich selbst begeisterten Helden oder dem Bild eines stillen Heiligen zugewandt? Noch eindeutiger sind die persönlichen Positionen Stepuns und seine Sicht auf sich selbst in dem Artikel »Die Natur der Schauspielerseele«. Über das Kleinbürgertum, den Mystizismus und den Artistismus formuliert, indem er ausgehend von dem Individuum gegebenen beiden voneinander getrennten Sphären des Lebens und des Schöpfertums in Abhängigkeit von ihrem Verhältnis zueinander drei Seelenzustände oder Weltanschauungen bestimmt: die kleinbürgerliche, die mystische und die artistische. Die kleinbürgerliche Seele ist weder fähig, sich in das Schöpfertum noch in das Leben zu vertiefen. Sie schafft keine neuen Formen, sondern imitiert lediglich die bereits existierenden. Die mystische Seele verzichtet auf die Form zugunsten des Erlebnisses der unausdrücklichen Einheit, die im Schöpfertum durch die Form getrennt wurde. Die artistische Seele, jetzt komme ich endlich zu Artistismus, die artistische Seele äußert sich in der unendlichen Vielfalt der Formschöpfung oder der Rollen, die sich als solche konstituieren. Vielseligkeit bedeutet, Stepun, die Sünde des Verrats im Verhältnis zum Streben, im Antlitzlosen zu sterben. Und dennoch gibt Stepun der unbedingten Vielseligkeit den Vorzug. Auf diese Weise wird bei Stepun nicht die Realität der Revolution ästhetisch als ob Realität wahrgenommen, sondern Stepun selbst verhält sich wie eine Gestalt, für die die Beteiligung an der Revolution nur ein Spiel ist, nur eine Rolle. Zitat: Während ich in der Schützengräbe und in den Komitees unermüdlich meine Resolutionen verteidigte und überall zum Kampf für Heimat und Revolution aufrief, fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht als der, der ich tatsächlich war. Er schreibt von der Verheimlichung meines eigenen Ichs, das heißt der Annahme von lediglich Rollen und dem Rückzug in eine Art Nicht-Ich. Seiner Position treu bleiben kann Stepun nicht.
Eine solche artistische Vielseligkeit verleiht Stepun unbegrenzte Möglichkeit des Spielens mit der Realität und geht meiner Ansicht nach in Prinziplosigkeit über, wie es etwa aus dem Brief an Paul Tillich vom 29. September 1948 hervorgeht. In dieser Zeit hat Stepun panische Angst vor der Ankunft der Sowjetarmee in Dresden. Und hier ist die richtige Zeitpunkt, an das Kokettieren der Bohem mit der Proletarien zu erinnern, worüber Klemperer geschrieben hat. In dem Brief an Tillich schreibt Stepun: In der Emigration habe ich mich jeglicher aktiven praktischen Politik enthalten, weil ich sie für sinnlos hielt, bin von rechts sehr stark angegriffen worden als ultravioletter Kommunist bezeichnet. Aber all das ist ja für Sowjets keine Legitimation. Im Weiteren relativiert er sein Verhältnis zur Revolution und den Bolschewiki. Diese ist keine Mischung von Verbrechen und Krankheit mehr, wie er das in seinen Memoiren schreibt, die in demselben Jahr erschienen, sondern, Zitat, immerhin war und ist der Bolschewismus ein schöpferischer Wahnsinn der Epoche, dem gegenüber der Jetzt fehlen mir zwei Seiten, die ich finden muss. Demgegenüber ist Nationalsozialismus mir nur als ein zukunftsloser, rasch montierender Unsinn erscheint. Ist es bloße Kokettieren mit der proletarischen Herrschaft, die eigene Erwähnung und folglich als Eigenständnis selbst kein rosig sanfter und nicht einmal ein roter, sondern ein ultravioletter Kommunist zu sein? Zum Glück musste Fjodor Augustowitsch diese Rolle nicht spielen. Er wird ein glänzender Memoirenschreiber und Literaturwissenschaftler und Ironie des Schicksals wiederum ein Mitglied des Münchner Bohem. Nikolai Paltarazki schreibt in seinem Aufsatz Der Artistenphilosoph darüber, dass Stepun in seinen Memoiren zu Recht zu den ihm bekannten Persönlichkeiten der vorrevolutionären Kultur feststellt. Jeder Mensch ist zugleich ein Modell. Paltarazki zielt darauf ab, das Bild, das Modell und vom Stepun selbst zu bestimmen. Er macht ihm eine Zwiespältigkeit aus, deren tiefe Grundlage die unüberwindbare Gegenüberstellung von Leben und Schöpfertum sei. Und die geistige Einstellung für das Stepun sei der philosophische Artistismus und nicht der philosophische Ästhetismus. Daher, so Paltarazki, erscheine Stepun auch im künstlerischen Selbstporträt als Artisten, als Künstlerphilosoph. Wie wir gesehen haben, hat die revolutionäre Bohème des 20. Jahrhunderts keine Aristokraten, auch keinen Maßstab des sittlichen Geistes geschaffen, sondern Artisten, die nach den Worten von Valery Brusov von den beiden Wegen zu Kreuzung und zu kleinen Spießruten dem zweiten den Vorzug gaben. 100 Jahre sind vergangen, das Thema der Revolution, ich komme jetzt zum Schluss, ist nach wie vor aktuell, ja sogar brennend aktuell. Wie aber wird die Revolution heute gesehen, mit welchen Mystertypen, Gestalten und Modellen stellt sie sich dar? Es ist offensichtlich, dass Revolutionen heute mehr noch als zu Zeiten Klemperers eine Theatralisierung der Politik darstellen. Eine treffende Einschätzung gab es ja von Bunin. Und heute sind die Revolutionen ein durchdachtes ins Bild oder in Szene setzen, eine Inszenierung von Stücken, die über das Internet und iPhone verbreitet werden. Den künstlerischen Stil der Revolution machen Selfies, Videoinstallationen, Computergrafik und Videoflags aus, die im Internet gestreut werden, wie Flugblätter. Mehr doch, die Zahl der Zuschauer ist erheblich gewachsen. Aber es handelt sich nicht mehr um die Münchner, die sich eher unbeteiligt aus ihrem Fenster lehnen und mit diesen, wie es Klemperer beschreibt, zu einem Element der Gebäudearchitektur zusammenwachsen. Die modernen Zuschauer sind Teil der Computernetz, die im Internet hängen.
Die Mitwirkenden in den Szenen, die Helden der Revolution, sind ebenfalls nur Werkzeuge, aber nicht des Geistes der Geschichte und der Freiheit, sondern der Summe der Technologien und daher weit entfernt von der Realität und auch der Bohème, die sich noch dadurch auszeichnete, sich ihre Rolle selbst zu schaffen, sich selbst zu spielen. Die Gestalt Stepun ist die Gestalt eines selbstverliebten Helden, Artisten, der seine Rolle in Abhängigkeit von dem Geschehen auf der Bühne spielt und in seinen Memorien ein seelisch-geistiges, künstlerisches Selbstporträt schafft. Der moderne Revolutionärteilnehmer ist nur ein selbstverliebter Statistenheld, hinter dessen Rücken nicht die Handlung wechselt, sondern die Dekorationen in dessen Selfies und der weit entfernt von der Schaffung irgendeines geistig-seelischen Selbstporträts ist. Vorbilder werden von Videoreihen mit Selfies abgelöst, deren Wahrnehmung sich auf Likes beschränkt. Möglicherweise irre ich mich, aber ich kenne keine Beispiele für die Beteiligung der Bohème unserer Zeit an den gegenwärtigen Revolutionen, mit Ausnahme natürlich des letzten Revolutionärsromantikers Eduard Limonov, der allerdings keine typisch musterhafte Persönlichkeit ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.